Der Literaturkreis trifft sich an jedem ersten Montag im Monat im AWO Mehrgenerationenhaus. Im November machten die Teilnehmer davon eine Ausnahme und kamen schon am 1. November zusammen, einem Dienstag. Dieses Mal hatte Helma Neumann die Rolle der Dozentin übernommen. Sie stellte die Schriftstellerin Christine Brückner und den Monolog von Goethes Frau Christiane Vulpius aus dem Band »Wenn du geredet hättest« Desdemona – ungehaltene Reden ungehaltener Frauen – vor. 2005 hatte Rita Buchweiz den Literaturkreis, zu dem zwischen 10 bis 30 Interessenten kommen, ins Leben gerufen. Sie erinnert sich. Wir hatten zunächst, als ich hier noch arbeitete im AWO Familienzentrum, hatten wir so ein Donnerstagsgespräch, und dann, als ich in Rente ging, da haben wir gesagt, wir müssen auf irgendeine Weise führen wir das fort, gründen wir so einen kleinen Literaturkreis, und der wurde dann immer größer, und vor allen Dingen haben wir durchgehalten. 11 Jahre ist es jetzt her, dank vieler, vieler Referenten aus Güstrow und näherer Umgebung und dank Mitarbeit aller. Das Programm ist bunt gemixt und wird weitgehend durch die Besucher bestimmt. Oft werden Neuerscheinungen oder Werke von Preisträgern besprochen. Manchmal ist auch ein poetischer Abend angesagt. Dann sind alle Besucher aufgefordert, ihre Lieblingsgedichte mitzubringen. Im März nächsten Jahres wird wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dann wird sich der Literaturkreis unter der Leitung von Inge Kunkel als Chor versuchen. Zum letzten Literaturkreis des Jahres 2016, am 5. Dezember, soll es weihnachtlich zugehen. Da wird ein plattdeutsches Weihnachtsmärchen gelesen, werden Gedichte vorgetragen und kurze Erzählungen über Knecht Ruprecht vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Eingeladen zur Teilnahme ist jeder, dem Literatur am Herzen liegt.